funktioniert. Andere reden ist doch scheißegal. Da sind wir wieder zurück. Eine Niederlage kassiert. Ja. Gegen Mainz 0-5. War aber nur 0-1 zum Glück. Ja, das stimmt. Und jetzt geht es eigentlich wieder los mit einer guten Trainingswoche. Wir haben auch nicht so viel Boden verloren nach oben. Nein, Punkte auf die Bayern. Ein bisschen Punkt haben wir liegen gelassen auf hinten. Ja, auf jeden Fall 2 Punkte. Ja. Und auf Bremen 9 nur noch Vorsprung. So. So, the lady. Wir wollten wir haben nehmen. Wir haben übrigens 2 neue Taktikvorlagen. Oh, ne? Ja. Den zeigen wir euch gleich. Hammer. Aber erstmal darf der Yannick ein bisschen schießen üben. Ganz schön Schusskraft. Wo ja, muss man dann wohl, ne? Was hat der denn da Abschluss? Ja, gut, 70 ist ja. Ja. Abschluss ist ja ganz okay, aber ja. Fernschüsse ist halt hier ja. Nur leider nur auf Mittel. Heißt, das wird nicht so. Über Standards gibt das auch irgendwie. Genau. Hier. Ja. Das ist ein Tacken mehr, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann aber dann würde er auch Schusskraft trainieren. Stimmt. Gleichzeitig. Und das ist dann. Ich würde das andere nehmen, ich würde den Schuss mit Schusskraft nehmen, oder? Den Schuss mit Schusskraft, dann kriegt er den Schuss mit Schusskraft. Ja. Wenn wir es selber machen würden, könnte man da jedes Mal ein A holen übrigens. Ja? Ist die einfach, die Übung? Ja. Das geht natürlich. Und die Volley-Übung ist auch mega einfach. Lass uns die Einübung doch dann selber machen. Immer. Ich will eine gewisse Abwechslung jetzt. Ja. Fänd ich in Ordnung. Ja. Wenn ihr das auch okay findet, sagt es einfach. Oder macht es so, Leute wenn, da draußen. Wenn ihr es nicht okay findet, dann sagt es, weil wir machen es jetzt einfach sowieso. Und wir haben den Scout weggeschickt, ne? Ja. Wir haben Scout weggeschickt. Aktuell ist aus Spanien. Genau deswegen. Der soll uns Leute suchen, die vertraglich am Ende sind. Den finde ich nicht so gut. Vertrag läuft halt aus. Ist viel brechender Stürmer. Real Madrid. Majoral. Ich will es nicht. Nein. Was sagst du? Nee. Okay. Ich bin für ja. Ja. Macht nämlich auch aus. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich bin für ja. Ja. Mehr brauche ich mir nicht anzugucken. Wir sind schnell. Zeigt großes Potenzial. Sehr schön. Goldi? Nee. Der ist Innenverteidiger. Ja, nee. ZOM? Ne. Willst du noch mehr sehen? Ne, brauche ich nicht. Der ist gut. Ein aufregender Mann für die Zukunft, das ist der Correa. Der hat letztes Mal hier in der Champions League gespielt. Ja? Bei Atletico. Mm. Lopez? Jo. Ja, finde ich auch gut. Berlin. Castello, finde ich auch gut. Kürzlich für 15 Millionen nach Malaga. Oh ja, den mag ich ja, Sarabia. 77er Stärke, brauche ich eigentlich gar nicht nachzugucken. Weißt du das? Ja? Ja. Hast du ihn irgendwann mal gekauft? Oder 75er Stärke hat er. Ja, mit 60 München. Mit 1860 München. Jo, Verteidiger brauchen wir immer. Kannst du spielen, Spanien, los hier. So, jetzt kannst du deine Neuigkeit mit deiner neuen Taktik. Ja, das zeigen wir doch jetzt erstmal. Entschuldigung. Kannst du noch Mannschaft gehen und dann da durchklicken quasi. Wir können das auch im Darmstadt-Ordner machen, nachdem wir Deutschland abgegrast haben. Goran Stankovic. Nein. Du kannst immer ein Veto einschmeißen, ne? 1860, den kennst du bestimmt, ne? Ja, der hat kein Potenzial. Christoph Lenz, nein. Selke, oh, von Leipzig. Ne? Ja, aber bringt nichts. Halimi. Leon Goretzka. Ja, können wir mal gucken, ne? Der wird aber zu teuer sein. Der Kron Devi, nee, Mats Mola Devi. Oh. Sollen wir uns den mal angucken? Ja, gerne. Sein großes Potes, ja. Sama? Nee. Jan Kirchhoff. Ist schon 25? Ja, aber den brauchen wir nicht. Nö. Nee. Prince Boateng. Boateng? Hast du Bock drauf? 8 Monate. Da läuft der Vertrag aus. Warum nicht? Auf Wunschliste oder was? Den können wir auch nehmen. 74er Stärke müssen wir haben. Bellinghausen. Aber das finde ich nicht gut. Mach mal eine Anfrage an den. An den. An den Boateng. Nee, ist ja egal, den holen wir für Ume. Ich setze den mal auf die Wunschliste. Den Kevin Prince. Warum nicht?
So für ab der 65. Minute. Ja, da kann man mal einen Kevin Prinz bringen, finde ich. Jetzt kriegen wir natürlich immer sehr viele Nachrichten, ne? Ja, das stimmt. Aber da müssen wir durch. Da können wir natürlich auch theoretisch offline machen, aber. Ex-Lager, kann ich dir was fragen? Ja, du bist verkauft. War das die richtige Antwort? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, wie die Frage war, aber es war meine Antwort. Vorstandsantwort. Rot. Ja. Obwohl, oh, schneit. Ne, ist bewölkt, aber trotzdem. Ah, genau, so, jetzt kannst jetzt? Du mal. So, das ist unsere. Die, wie wir sie kennen. Wie wir sie die kennen. Circle-Aufstellung. Richtig. Dann jetzt gibt kommt es. Die Dreierkette. Genau, 3-4-3 ist das eher. Ne? Da kannst also, du vielleicht was zu sagen. Ja, das war mein Wunsch, ne? Dreierkette, die Außen kommen mit nach hinten, ne? wenn wir in der Defensive sind. Deswegen aber, die Pfeile dabei, genau. Ist so genau. Aber wir haben halt schön viele, weil wir spielen ja auch über Ball, wir sitzen in schön viele Anspielstationen vorne, da, das hoffe ich mir jetzt. Wir spielen über Ball, wirklich? Ja. Ja, klar, wir spielen immer schöne Pässe. Ja, Pässe. Viele Pässe. So, und das hoffe ich mir aus. Und jetzt kommt Jens' Wunsch. Ja, er sieht ein bisschen defensiver aus. Aber ist es eigentlich gar nicht. Ist nur das Grundgerüst, weil die beiden Außen, Hecker und Olfkowski, unglaublich viel mit nach vorne machen. Genau, so soll das sein zumindest. So ist der Plan. Und Risto und Bittencourt natürlich einen Tacken mit nach hinten arbeiten. Nicht so viel wie bei dir. Deswegen stehen die auch weiter vorne und der Pfeil zeigt sich so weit nach hinten. Ja, und deswegen sind da ja hinten auch die Außenverteidiger noch. Und mit Gerhard und Jojic als offensiver Part als Sechser und der Gerhard als defensiver Part. Ja. Und nicht auf die Fensterbank. So, nee, finde ich gut. Aber was machen wir jetzt gegen Darmstadt? Machen wir die Offensive? Ja, deine erstmal. Okay, versuchen wir mal. Versuchen wir. Ich werde so spielen, dass es voll in die Hose geht. Dann revanchiere ich mich. Wolltest du das so ein bisschen kurz rausnehmen, weil die gut gedraht sind? Ja, genau. Nein, weil die nach hinten laufen. Warum sind die beide auf einmal so schlecht drauf? Weil du doch die ganze Zeit gemotzt hast, dass sie so kacke wären und dass du nichts von denen siehst. Habe ich das gesagt, öffentlich? Und jetzt hat das Spiel auch gesagt, ja, hast du recht, Dennis, die sind kacke. Aber Darmstadt ist wieder die Hölle los. Darmstadt, Sportverein. Sportverein. C. Darmstadt, Sportverein. 09. So. So, Spieler im Fokus. Eine echte Aufgabe. 7 erzielte Tore. Schlechteste gegen die beste Abwehr. Schlechteste. Offensive gegen die beste Defensive. Oh Gott, das kann ja nur. Ich wette mit dir. Gehen. Sowas macht der FC immer gerne kaputt. Ich spielen wir trotzdem auf Konter. Und auf beim. Oder meinst du, sollen wir das jetzt anpassen? Sollen wir das jetzt weiß anpassen? Weiß ich nicht. Ist dein System. Stadion. Lass uns mal so bleiben, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Konter, Defensive. Ja. Ja, wir haben schon Offensive. Was? Also direkt weitergepasst. Du spielst. Ich bin da. Scheiße. War doch nicht so gut. Ich dachte, der passt. Ja, ist aber aus. Ist ein Wurf. Max, ja. Jetzt schieße ich nur. Ein Wurf aus dieser Position. Mega gut. Hier sollte man doch. Schade. Ah, der spielt aber links eigentlich. Nee, bei dir spielt er rechts. Ja, ach so, ne? Ja, aber nö, das, bei den Positionen können wir das gerne auch tauschen, weil da passiert sowas häufiger, glaube ich. Ja, also, hat man gerade gesehen. Ja, da können wir die beiden tauschen, bin ich auch für. Sehr schön. Ja. Oh, ich mag das mit dem direkt weiterlaufen. Da hat er sie alle genutzt. Oh, das ist der Modest, warum war der Modest nicht in der Mitte? Ich wollte dann nach hinten kommen, wenn du die Situation hast. Ah, Ecke. Ecke. Ja, nix. Ich sehe, kaum hat er einmal Fernschüsse trainiert, geht er ab wie Schmitzkatz. Schmitzikatzi. Mal gucken, ob ich den Modest treffe. Unten? Ja. Gerhard, bumm. Der trainiert. Ja! Hector! Was aber? Der wollte zuerst gar nicht schießen. Der wollte den Natzen, wollte der den. Schön. Außer also, wir spielen jetzt auswärts mit der Dreierkette und nächstes spielt zu Hause mit der Fünferkette. Geil. Boah, schön. Der wollte unbedingt mit links machen. Ja, konnte nicht. Kann nicht anders. Schön. Ja, geiles System. Ja. Wie ist das auch mit deiner Jugendmannschaft? Ja. Aber meine Jugendmannschaft habe ich schon auf ein 4-2-3-1 so getrimmt. Ich habe auch die Leute dafür. Ich kann gar nicht mehr umstellen. Da würden nämlich 80er draußen bleiben. Das ist doof. Hector im defensiven Mittelfeld ist halt geil, ne?
Ja, finde ich auch gut. Aber Bittencourt hat keinen Zweikampf. Kann nicht. Ja, das ist der Nachteil natürlich, wenn die hinten sind. Aber meistens reicht ja auch ein bisschen Stören schon, um den Angriff kaputt zu machen. Ja. Schön. Ja, der Jojic. Jojic. Ja, ich hier wisse. Der verliert jedes Kopfball, der Jojic. Schön. Aber Hector hat nicht. Der Kling. Ja, ne. Ach, Dennis hat das. Ja, schön. Ah, oh, das geht doch gar nicht. Genau drauf. Genau drauf. Ich habe aufs Gesicht gezielt. Da muss der Heinz raus. Schön. Hat er gelernt von Maro. Die Grätsche. Dominik mal. Boah. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ah, war der Sörensen dazwischen. Boah, der Wojkowski. Auf jeden Fall hier unten. Jawohl, ja, wieder ein Abpraller. Sehr schön. Ja, und? Aber wie erzwingend ist. Wie oft der Janik schon draufgeschossen hat. Wahnsinn. Abseits. Oh. Nein, oh nein. Ja, klar. Ja, okay. Ja. Ja. Schade. Ich dachte, warum jubelt der so komisch, der Modest? Oh, kacke. Warum bist du nicht mal reingelaufen? Ja, weil ich dir nicht den Platz rauben wollte. Aber ich dachte, wollte dir das spielen. Oh, mir ist sicher, und dann wollte ich dir lieber den Platz wegnehmen. Boah, da hat er mich genannt, der Penner. Oh, nein. Oh! Normalerweise treffen wir sofort immer. Ja. Auf dieser riesen Schwierigkeitsstufe hier. Aber der hat den ja scheinbar noch gehalten. Ja, der Horn hat den gehalten. Gut, dass das nicht Ingolstadt ist. Ingolstadt kann Standard so gut, ey. Ja, ja, ein bisschen laufen lassen, Kühe. Oh, da geht der Kevin vorbei. Schön. Das gibt's doch nicht! Ah, Mannike! Ich hätte ein bisschen gegen können, aber ich hatte Angst, der Verteidiger war so schnell. Also so schnell. Der Franzic. Schönes Ding! Nein! Ich koche heute gar nicht. Ja. Aber gut, gut gefällt. Gefällt mir. Das ist eine Abseitstor, aber wir sind Achso, überlegen. Halbzeit. Ja, wir sind überlegen. Ich nicht. Den Pfiff habe ich nicht gehört. Tüüüt. Bremen führt da. Aha. Okay. 50-50. Ja. Aber Torschancen. Ah. Wahnsinn, ey. Willst du was wechseln? Nö, danke. Der Kevin. Tobias Kempe. Marcel Heller. Der ist schnell, ne? Schnellste Spieler der Bundesliga, habe ich gehört. Was? Aber der läuft auch sehr steif, als ob man einen Stock im Arsch hätte. Hat sich geduckt. Oh, ich spiele ein. Schön. Die sind sehr offensiv, ne? Die liegen auch zurück, ne? Ja, und die spielen zu Hause, ne? Aber Darmstadt ist eigentlich nie so offen. Fast dahin, wo ich hinhaben wollte. Oh ja, gut, taktisch. Oh, war kein Vorteil, war kein Vorteil. Mhm. Schön. Oh, direkt zum Gegenspieler. Nicht mehr. Oh, gut, dass du mich nicht hast. Aber das wäre wieder was Lustiges gewesen. Schön. Ah, Mann, ey, jetzt wieder eine Ecke. So wie gegen. Gegen wen, meinst du? Leverkusen. Ach, Leverkusen. Aber da war erst 5 Minuten. Mhm. Oh, Timo! Timo, wenn du da rausgehst. Da hat er alles schön irritiert. Mach doch schnell das Spiel! Nein.
Echt auf den? Ja. Oh, keinen bekommen, den ich haben wollte, aber gut. Janik, 17. Schuss. Wir wechseln. Volk und Gerard. Erstmal. Mhm. Da vorne können wir mal. Osako. Osako. Hier haben wir keine jo. Alternative. Jo. Außer der Lehmann. Ich dachte, du gehst bis dahin. Hast du. Ja, genau so wollte ich das. Aber wir führen, alles okay. Ja. Der Modest eigentlich jetzt auch nicht. Ich habe mal. Oh, gegen Augsburg danach. Das ja. sind echt wichtige Spiele jetzt hintereinander gewesen. Also jetzt auch für die echte Saison, ne? Ja, aber haben wir ja auch verkackt. Meinst ja, aber ich meine in der Rückrunde. Oh ja, aber erstmal Ingolstadt. Oh, da läuft er hinten. Aber Heinz. Ah! Heinz, hier bleibt dran. Oh nein! Oh, ich hasse das. Das geht mir so oft. Gut aufgepasst. Ja! Schöner Konter. Sehr schön. Ja, wirklich gut gemacht. Sauber. Modest. Super gespielt. Oh. Das kann sein, dass irgendwo. Aber ich lege mich fest, das ist die Entscheidung. Ja. Ja. Schön nochmal rein. Ja, sehr schön gemacht. Aus einem nicht einfachen Winkel. Ja, sagen, der Abpraller hätte ich gehabt. Ja. Mit einem Bitten. Mit einem Bitten. Wunder der Fall. Ach, wir könnten noch einmal wechseln. Ja, sollen wir den Torschützen? Modest oder Jojic? Jojic ist am kaputtesten. Am Triefen. Dann Rosina? Ja. Rosina! Es ist eigentlich noch offensiver, ne? Mhm. Zwei, also drei nominelle Spitzen jetzt. Die waren nach vorne ja nichts Großartiges jetzt wissen. Nee. Alles weg. Schön, dass die Außen eigentlich recht groß sind, Hector und Olkowski. Mhm. Die waren nach vorne. Ja, muss ja da, ist gut. Na, irgendwas hast du gedrückt. Ja, ich hab passend gedrückt, aber der hatte den Ball noch nicht am Fuß. Sehr schön. Torwart auf jeden Fall. Ja, hätten wir auch rauskommen können. Oh nee, ich war noch schwierig. Schade. Oh, echt Lehmann, du bist doch kacke. Ach Gott! Oh. Ja, das war das wieder, dass man dann. Das ist das erste auch nicht schon gehört. Jo! Ja. Souverän! Schlechteste Abwehr gegen. Ne Quatsch, schlechter Angriff gegen schlechte Abwehr, das hat auf jeden Fall gepasst. Ne? Wir haben kein Tor gegen uns geschossen. Nein, und wir haben sogar zwei. Ja. Gefällt mir, sehr schön. War mal wieder wichtig, oder? Und jetzt gar nichts jetzt Augsburg, ja, das war souverän. Noch ein Abseits-Tor. Wir hätten das zweite für meinen Geschmack ein bisschen früher machen können. Dann wäre das dritte auch noch gefallen. Ja, aber sonst gefällt mir. Ja. Und somit, mit Sicherheit ist der Keks nochmal. Ja. Und so zerbröselt der Keks nochmal. Doch auch. Und damit sehen wir uns im Heimspiel gegen den FCA wieder. Augsburg.